Willkommen zurück bei Father and Son Play for Fun. Jetzt die zweite Runde am Mittwoch. Jetzt guck mal fix. Der Kollege ist noch schwer beschäftigt. Dann hauen wir uns jetzt nochmal eben das Tarntonikum rein. Ich checke kurz, ob da hinten eine Münze liegt. An dem Stelzenhäuschen. Dann hätten wir es nämlich erledigt. Aber klar, heute nicht, ne? Aber wo wir gerade hier sind. Hier ist gar nichts. Was ist denn hier los? Hier aber nix. Ja gut. Hauptsache Schwarzgebrannten können wir uns reinziehen. So. Oh, aber das hier keine Münze, also das kann nicht wahr sein. Ich habe keine Lust da hinten hinzureisen. Aha. Dann haben wir hier. Aber auf jeden Fall irgendwas. War das, glaube ich, meist irgendwie Schmuck oder so. Da dürfte es sich um keine Münze handeln. Oh, hier ist noch eine Schnapsflasche. Mal eben zugreifen. Dann düsen wir gleich eben zur Madame, die ist ja hier um die Ecke. Geben dann noch mal eben den Satz ab, den wir da haben. Da höre ich es doch quietschen. Ich hab's doch quietschen hören. Tja. Gar nix. Nicht eine Ratte hier in dem Laden. Uhrzeit würde passen. Aha. Dann hier nochmal schwarzgebrannter. Hier noch eine Tarotkarte. Nie vergessen, hier reinzuschauen. Das nimmt der Hehler gern. So. Jetzt haben wir uns aber hier genug bedient, oder? Oh, da ist ein Kolkrabe. Falsche Munition, egal. Da hinten, da die zwei Taschenvögel. Da darf man sich nie entgehen lassen. Eine andere hier. Da. Aha. Immer schlecht merken. Ich glaube hier so, ne? Ja.
wo noch eine Münze sein kann. Ist da hinten. Also nicht hier, sondern gleich scharf rechts. Aber hier ist ja manchmal auch was. Jetzt rechts rum hier. Ja klar, heute nicht. Oh. Ah, ich dachte, hier wäre was gewesen. Hier, ich höre, da ist es doch. Wo ist der Fuchs? Da, den brauche ich. Mittlere Tierkadaver. Aha, ein Opossum nehme ich auch noch mit. Aber hier klimpert da auch noch was. Was ist da noch von da hinten? Wo ist es da? Wo ist das zweite? Da. Wieso kann ich das nur häuten? So. Ackerminze sammeln, das ist doch Quatsch. Wieso kann ich das Opossum nicht auch? So, jetzt aber. Oh, da hängt es ja schon. Wir haben hier was Gesundes essen, ne? Dieses Geklimper von so einer Pflanze da nicht aufhört, ne? Here I am. You have found me. Oh, you are shy. I am sure there is something here to pique your curiosity. Zack, damit ist die Aufgabe erledigt. Um einem durch, wovon wir wieder mal viel zu viel haben. Charming but commonplace. Very well. I pay more for the whole set, you know. So, Enteneier. Wo sind die Gänseeier hier? Hab ich doch immer, wer weiß, wie viele von. Was sind das? Hier habe ich davon welche gesammelt. Das habe ich doch nicht, das wollte ich gerade sagen, das habe ich doch nicht geträumt. Mundane, but I will take it. Another. All right. So, dann kaufen wir eben die eine Karte nach. Good luck then. I am sure this will be a most productive partnership. So, dann gehen wir die Viecher hier mal eben ab. Oh, da läuft auch noch eins bei uns hier, aber das brauchen wir nicht. Docks are looking good. I'll take whatever I can get. Very nice. So, was war jetzt noch die Aufgabe hier beim Händler? Versorgungsmission mit Restlaufzeit 5 Minuten und noch ein, dann machen wir die jetzt.
hoffen mal, dass wir nicht die Chemikalien holen müssen. But at this rate, by the time we get ahead of the competition, I'll be dead in the dirt. So, I thought it might be quicker if we just borrowed some of the items I need from some people, the sort of people who deserve to be borrowed from. Ja, das klingt fair, oder? Das können wir machen. Oh, das ist einfach. Der Wagen kommt zu uns. Können wir uns hier nochmal umschauen. Und ist hier irgendwo noch gerade so ein, weiß ich nicht, was Speer oder so gewesen wäre. Da ist noch irgendwas Kleines. Was Kleines. Können wir den schon mal ans Pferd hängen. Und geben den nachher mit ab. Obwohl es kann sein, dass wir den gar nicht abgeben können, ne? Weil, wenn wir den Wagen holen, könnten da so viele Einheiten sein, dass hier die Bude voll ist. Wie, was ist der Wagen? Der ist ja noch nicht durchgerutscht. Der ist ja da hinten erst. Kann ich jetzt hier überhaupt was abgeben? Ah, kann ich. Genau, weil wenn wir jetzt gleich den großen Wagen abgeben, ne? Dann hätte ich eventuell nichts mehr spenden können. Und das wäre ärgerlich gewesen. Dann hätten wir nämlich erst wieder warten müssen. So, da kommen die Jungs. Aufgesprungen. Den Kollegen da runtergeschmissen. Abgezogen. Nein, 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 nicht wieder aufsteigen hier. Plündern. Denn die 5 Minuten laufen erst dann, wenn wir auf den entscheidenden Wagen aufsteigen. Die alle dabei haben, ne? So, holt das Lasso raus, ne? Plündern. Selbiges gilt hier. Seht ihr gleich, jetzt läuft die Zeit. Und wenn das Lager da ist, dann ist das mit unter 5 Minuten relativ simpel zu schaffen. So, und jetzt seht ihr, 17 Einheiten hinzugefügt. Ich zeige es euch mal eben. Normalerweise sind das 20. Aber ihr seht, Materialien spenden würde jetzt nicht gehen. Und dann wäre ich nämlich jetzt den Hasen gar nicht mehr losgeworden. So, Herausforderung. Eine noch. Ja, Naturkundler haben wir ja alles schön fertig gemacht. Da könnten wir jetzt... Ach. Und wir brauchen nur noch die eine Münze. Jetzt schauen wir mal. Es sind gerade mal 15 Minuten. Dann geht's mal.
zur Emerald Station. Da ist manchmal auch eine Münze. Kann sich nur um Stunden handeln. So, und dann waren ja noch so Kleinigkeiten zu erledigen. Goldgraben, Löffler könnte man ja noch mal gucken, ob man da noch was reißen kann. Dann nehmen wir mal lieber eine andere Knarre hier. Oh. Wenn nachher irgendwo Kohlgraben auftauchen, dass wir dann mal eben noch einen mitnehmen. Hier scheint heute nichts zu sein. Dick doch raus. Auch nix. Remember you. Pass through here sometime. Dann machen wir hier noch eben die Taschen leer. Okay, let's see. Yep. Oh yes. People lose these all the time. Oh, das wollte ich ja schon immer mal machen hier. Mauleselchen reiten oder Maultier. Wobei ein Esel zu reiten noch witziger ist. Das sieht dann immer so wahnsinnig schnell aus, weil er so eine schnelle Trittfolge hat. Aber... Sonne, hier ist auch keine Münze heute. Aha. Aber hier liegt was drin. Da liegt sie. Den borgen wir uns noch mal. Was schade ist, dass man das nicht als Zweitpferd quasi nutzen kann, ne? So, hier tickt was. Und dann ist das ja hier immer an dem Wegweiser. Aber an den normalen, üblichen Stellen keine Münze hier heute, das gibt's doch nicht. So. Ich hab doch Raben gehört, wo sind die denn? Oh, ziemlich weit oben, oder was? Ja. Da. Ne, das sind Krähen sogar. Taschenkrähen nehme ich auch noch mit. So, dann hilft's jetzt nichts. Müssen wir erst einmal noch in die ganz heiße Ecke hier, wo wir gerade hier sind. Oh, 5, das ist teuer. Wir sind ja gefühlt schon da, oder? Und dann holen wir uns nachher die Münze.
So, ich wollte nämlich gucken, ob hier, also da hinten, ob da Löffler, Reiher oder sonst was sitzen, das kann ich mir nicht merken. Was ist das? Okay, der ist es nicht. Aha, hier ist ja noch das Vogelei. Mein Gott. Die hauen doch ab hier, die Kleinen. Ist denn das Nest da? Ja. So im Gegenlicht sehe ich das nicht immer richtig hier. Okay, gut, die kriegen wir nicht. Mist. Na gut, wir sind doch eigentlich hier, um irgendwelche Löffler zu finden. Aber es könnte schon die falsche Uhrzeit sein. Da sitzt doch irgendwie so ein Schmuckreiher oder so. Da, Mensch. Ja. Am Anfang, wenn das Spiel neu ist, also wenn man da neu anfängt, braucht man die. Weil man mit den Federn sich bei Gas was Gescheites machen lassen kann. Irgendein Talisman-Amulett, irgendwas war da. Und jetzt habt ihr ja schon mal gesehen, wo die sitzen. Oh, da hinten sitzen irgendwelche Viecher. Was haben wir denn hier? Da. Da ist ein Löffler. Da hinten ist noch einer. Da, 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 da. Da. So, das ist ja, da muss man ja immer, ne? Dann schnell sein. Zwei brauchen wir, okay. Der liegt ja wohl nicht da oben. Warte mal hier. Oh, noch ein Schmuckreiher. Ja, ich glaube zwei Federn braucht man da auch. Also für alle die, die das Spiel neu anfangen. Hier gibt es die Uhrzeit. Ich zeige nochmal eben grob den Standort. Das ist falsch. Da sind wir. Da. So, da ist der zweite. Ne, das war ein Rüttelreiher. Oh Mist, das war gar kein Löffler. Ja, das ist ärgerlich. Ja, wo gibt's die denn sonst noch? Ich sollte mich vielleicht erstmal im Umziehen. So. Gut, dann reiten wir da hinten in die Ecke. Denn ich finde... Ja, 25 Minuten bis jetzt Zeit haben wir noch. Wenn das hier auch so um die 35 Minuten geht, denke ich, ist das in Ordnung. Noch ein Vogelei. Den mal einen verpassen, damit der abhaut. Der Alligator. Das nehmen wir auch noch mit. Die sind immer ein bisschen nervös hier.
Das ignorieren wir wie immer. Da habe ich nicht so Bock drauf jetzt. Ich hätte jetzt gerne noch so einen komischen Löffler da. So, da hinten. Was ist denn da alles? In der Luft. Was ist da in der Luft? Da war doch was. Da, ich sehe die Spur doch noch. Da hinten. Nein, da. Ach, das sind Stockenten. Boah, das ist immer, ne? Wenn man was genau das sucht, da steigen irgendwelche Viecher auf. Pelikan. Noch ein Pelikan. Noch einer. Also die brauche ich sonst so gut wie nie. Ja, das ist, wenn ich mich hier so beeilen will. Den brauche ich. Sag mal. Ja, ab und zu braucht man das Fleisch der Pelikane. Ist also nicht so oft. Da ist es exotisches Vogelfleisch. Und dass da so ein Haufen, also so, ist ja schon ein Schwarm gewesen. Da kann ich mich nicht dran erinnern, dass ich das schon mal so gesehen habe. Grad. Ist hier bestimmt schön schwülwarm. Da muss ich erstmal was trinken. So, jetzt noch einen Löffler einraben. Was haben wir da? Wieder eine Ente. Ach, da habe ich doch jetzt gar keinen Bock drauf. Jetzt läuft doch noch die... Ah, nein. Also, da habe ich wirklich keinen Bock drauf und das machen wir anders. Die schmeißen wir gleich irgendwo hin. Und dann sind wir die los. Weil jetzt können wir nämlich keine Schnellreise machen. Und ich will so einen Löffler hier. So, irgendwo hier tickt's. Ich will so einen Löffler. Das ist jetzt mir echt egal.
pitiful excuse for a man. Das gibt's doch nicht. Hier sitzen doch sonst immer so Viecher rum. Das ist aber echt normal, ne? Wenn man diese Viecher sucht, dann tauchen die nie auf. God damn! Boah, jetzt fehlt mir der eine Löffler dafür. 0,2 Goldbarren. Das war echt ärgerlich. Oh, hell no. Ja gut, kann sein, dass es die falsche Uhrzeit ist. Ich weiß es nicht. Also das ist ja echt nicht mehr normal. Ja gut, damit ich eine Schnellreise machen kann, muss ich die abgeben oder hier, glaube ich, einfach ins Wasser schmeißen. Das kann man auch machen, aber... Oh, 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 das ist, da ist, was ist das? Oh, Grabe. So. Dann wenigstens die 0,2 hier. Dann geben wir die jetzt ab. Dann können wir die Schnellreise machen und holen uns die letzte Münze. Damn it. Was ist das? Das gibt's doch nicht. Doch nicht. Mind how you go. What do you want with me? Habt ihr es gesehen? Sag mal. Da, das ist, wenn es dann so lange dauert. Dann schaffen die es natürlich, sich zu befreien. Also ich mag die Stadt hier nicht so. Mein Gott. Allein schon deswegen hier. Einfach zu viel Leute. So. Rehabilitation might be beyond them, but we may hope. I make good on my promises. Here's your payment. Gut, Kopfgeldjägerpunkte gibt das natürlich. $10,50 ist auch okay.
Aber damit wir jetzt zum Ende kommen, hole ich jetzt die letzte Münze ab. Oh, 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 oh. War hier was? Ja. Hier vibriert's. Wo ist das? Ah, das ist hier drunter. Da ist irgendeine Schnapspulle. Und zwar hier. Hören wir sie schon. Da ist sie. So, schnell hier raus. Weil jetzt werden es doch 40 Minuten, ne? Ja. So, da kann auch noch mal. Oh, 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 hört ihr das? Das kann ein legendärer. Ich habe jetzt nicht geguckt, ob da ein Fragezeichen war. Das kann ein legendärer Alligator sein. Ja, das ist er. Und da seht ihr auch schon, hier ist auch alles voll da hinten. Das gibt richtig Theater. Kann ich gar nicht sehen von hier. Wo ist denn der dann? Und erstmal reinpflastern, ne? Da? Nö. Bin ganz schön hartnäckig. Oh, da hinten. Ach, da hinten flitzt er da. Legendärer Sonnenalligator. Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, kommt er auf mich zu? Große Entfernung? Das wäre erstmal angenehm. Jetzt ist die Frage, kann ich ihn fotografieren auf die Entfernung? Weil da ihn habe ich bestimmt noch nicht fotografiert. Nee. Ah, da war es gerade kurz grün. Jetzt. So. Also, Glück gehabt. Jetzt konnte man den wenigstens fotografieren. Oh. Ja gut, das war jetzt dumm, ne?
gerade sagen, ich hatte gehofft. Oh oh, jetzt werde ich gefressen. Okay, ich habe es nicht anders verdient, ne? Aber das Fell, das liegt doch jetzt. Also Fell, die Haut. Mein Gott. Ich wollte doch nur... hier durchs Brackwasser. Mein Gott, wo bleibt denn jetzt mein Pferd hier? Ja, jetzt wird's 45 Minuten hier. Schön verzettelt. Ja, was heißt verzettelt? Das war jetzt ja auch wichtig. Ich habe den damals nicht fotografiert, wo ich ihn das erste Mal gejagt habe. Denn jetzt die... Ach, die Haut ist dann weg, wenn man verreckt. Okay. Ja gut, das wusste ich nicht. Ach, das ist ja ärgerlich. So, dann holen wir uns jetzt die Münze, damit ja die 9. Tagesherausforderung hier, Rollenherausforderung auch erledigt ist. Aber das ist ja echt mies. Ja, egal, ich bin selbst schuld. So, hier ist sie. Also, Schnellreise, wir holen das Ding. Shit auf den Löffler, oder? Ich höre sie schon. Jetzt sitzt sie da hinten, da. Ich sehe sie. Ah, das ärgert dich. Naja, aber ich glaube, den Alligatorzahn haben wir. Fotografieren konnte ich ihn auch, gut, dass wir hier waren. Also, wo bleibt denn jetzt mein Pferd hier? So, jetzt aber hier schnell Durchlauf. Ah, seht ihr das? Da liegt ein Doder. Jetzt wird er sich erschrecken, glaube ich. Ja, genau. Uhr. Ja. Warum kann ich den nicht plündern? Muss ich den erst hier beiseite legen? Ja, dann haben wir den Sonnenalligator oder wie der hieß halt noch gefunden. Ist doch super. Irgendwas. Da. Und das war ich. Irgendwas ist immer... Boah, und ich kann nichts liegen lassen. Wirklich nicht. Es ärgert mich schon, dass ich da den zweiten Löffler nicht habe. Für 0,2. Ihr seht... Ja. In der Theorie habe ich genug Gold, aber... Oh, 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 oh. Leute, ja. Boah. Boah, das hätte echt... Da hätte ich platt sein können. Oh, jetzt habe ich den auch noch verärgert. Mann, Mann, Mann. So. Detektor raus. Hier irgendwo ist es. Ich
glaube hier an dem Wagen. Dann haben wir's. Das muss ja hier irgendwo sein. Da. Wahnsinn. Zack. Da seht ihr es, 02. Oh, hier ist auch noch was drin. 0206. Und hier haben wir keine Ahnung was. Gemahlenen Kaffee, okay. Wo ist denn? Also die Rollenherausforderung erledigt. Der Bourbon ist es auch nicht. Wo ist das hier drin? Aha. Der Cognac ist es. Perfekt. Jetzt können wir getrost die Sache beenden. Shit auf den Löffler. So, das war die zweite Folge am Mittwoch. Vielen Dank für euren Besuch. Bitte abonniert den Kanal, lasst mir ein Like da und schreibt doch bitte was in die Kommentare. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bei Father and Son, play for fun.